Hallo und herzlich willkommen zurück bei Banishers Ghosts of New Eden. Wir sind gerade bei unserem alten Freund Charles Davenport im Haus, beziehungsweise bei seiner Witwe, denn er ist leider verstorben. Vermutlich an dem Fluch, der in New Eden herrscht, von dem wir aber noch überhaupt nichts wissen. Und in der letzten Folge sind wir ja hier angekommen und haben das Haus durchsucht, Hinweise gefunden. Und dann jetzt auf den Friedhof, den Ort, wo Charles gestorben ist. Können wir mit seiner Frau Esther, noch was es tut mir besprechen? leid. Ich muss euch noch einmal stören. Wie kann ich helfen? Oh, wir können tatsächlich noch mit ihr reden. Wie erträgst du alles? Wie geht es euch bei all dem, was passiert ist? All das scheint so unwirklich. Auch wieder ein Albtraum, aus dem ich nicht erwachen kann. Das scheint jetzt so, aber das wird sich ändern. Versprochen. Gab es etwas, das ich hätte anders machen sollen? Habe ich ihn im Stich gelassen? Habe ich Charles enttäuscht? Nichts davon ist eure Schuld. Ich will nicht glauben, dass er tot ist. Er darf nicht fort sein. Ich erlaube nicht, dass er fort ist. Ihr leidet, und das könnte ihn zurückgebracht haben. Vielleicht verweilt er, weil ihr solchen Schmerz fühlt. Wir werden tun, was wir können, um euren Schmerz zu lindern. Und auch für Charles werden wir unser Bestes geben. Naja, wenn man mal so drüber nachdenkt, natürlich, wenn der Ehemann stirbt oder der Partner oder auch einfach nur irgendein anderer geliebter Mensch, sage ich mal, natürlich tut das weh. Hat der Fluch für Albträume gesorgt? Ja, ich hatte Albträume. Vermutlich hatten wir die alle. Charles warnte uns, dass etwas unsere Träume heimsucht, das uns benutzen will, dass wir mit der ganzen Macht Gottes bekämpfen müssen. Aber jetzt ist Charles weg und meine Albträume sind andere. Im Schlaf sehe ich meinen Mann schreiend in den Abgrund stürzen. Alle hören ihn, niemand reagiert. Er stürzt tiefer in den bodenlosen Abgrund. Der arme Charles. Okay, mehr können wir nicht mit ihr besprechen, den Rest haben wir in der letzten Folge ja schon geklärt. Wir müssen uns auf den Weg machen, zum Friedhof. Bitte seid vorsichtig, liebe Anthea. Okay, und damit gehen wir jetzt in Richtung Friedhof. Oh, ich bin sehr gespannt. Wir öffnen einmal die Tür. Was werdet ihr für meinen Charles tun? Wenn er da ist, finden wir ihn. Dann fragen wir ihn, was er von uns will. Muss ich ihn auch sehen? Zuerst müssen wir rausfinden, was passiert ist. Danach werden wir sehen. Dann fangen wir besser an. Die Zeit könnte unsere Feindin sein. Muss ich mir um dich Sorgen machen? Höchstwahrscheinlich. Aber ich werde meine Arbeit trotzdem machen. Wir sind hier, um Charles zu helfen. Also werden wir das auch tun. Hör dich um, was die Leute sagen. Ich werde zum Friedhof gehen und das Gleiche tun. Sei vorsichtig. Ja, du auch. Okay, wir sind getrennt, also physisch voneinander. Öffne die Karte, um den Ort deines nächsten Ziels zu finden. Ich öffne die Karte. Die Karte sieht ja cool aus. Gefällt mir. Ja. Na gut. Ich habe Befürchtungen, die besagen, das könnte groß werden hier. Okay. Da ist der Friedhof, da müssen wir hin. Da ist offenbar ein Händler. Und wir sind hier. Also im Endeffekt einmal rechts rum. Dann laufen wir mal ein bisschen schneller. So.
Hier müssen wir nach unten. Ah, wer bist du? Aus dem Weg. Das geht auch netter, Junge. So. Gut. Ich hab was aufblinken sehen. Seid gewarnt. Ich brauche nur zu schreien. Und im Nu kommt Hilfe. Beruhigt euch, Herr. Anthea Duarte, Pastor Davenports Verbannerin. Oh, natürlich. Es tut mir so leid. Der arme Reverend Davenport. Sein Tod hat uns alle erschüttert. Willkommen in New Eden. Ich fürchte, ihr trefft uns in unserer schlechtesten Verfassung. Wir sind Verbanner. Wir wären nirgendwo lieber als hier. Und ihr seid? Ich, Madam, bin Squire Sincere Paris, fliegender Händler, der an diesem verfluchten Ort gefangen ist und darauf brennt, woanders zu sein. Ah, ein Händler. Und hier können wir ihn auch direkt Dinge fragen und natürlich auch Sachen einkaufen, was ich nicht tun werde aktuell, weil wir wahrscheinlich noch gar kein Geld haben. Erzählt mir doch bitte von dem Fluch. Ich sage euch eins, wer dem Fluch zu trotzen wagt, ist wahrhaft mutig und, wie ich fürchte, töricht. Verbannen ist mein Metier, Herr, und um es auszuführen, brauche ich Einzelheiten, wenn's beliebt. Ein Verbanner muss Kettchen tragen. Schmuckstücke meine ich, Talismane. Wenn ihr zu viele davon habt, befreie ich euch gern von eurer Last. Mhm. Also er will sich im Endeffekt quasi an unseren Gegenständen bereichern. Aber wir brauchen ja Informationen. Was ich im Moment brauche, sind Informationen über den Fluch. Was habt ihr gesehen, das mir bei meiner Arbeit helfen könnte? Ich habe Hungersnot gesehen. Wahnsinn! Den Schatten des frühen Todes. Und das Wetter. So viel Wetter. Nun ja, das war alles nicht neu für mich, aber ich habe es noch nie auf einmal gesehen. Hier ist alles überall und alles zur gleichen Zeit. Die Leute bleiben in den Häusern und warten auf Anweisungen. Eigentlich warten sie auf den Tod. Sie alle sind zukünftige Geister. Wenn man gerade mal hingeguckt hat, rechts hinter dem Kopf des Mannes, etwas weiter hinten, da flog so eine weißlich-silberne Glitzerkugel rum. Ha. Die Albträume. Leidet ihr auch unter ihnen? Natürlich tue ich das. Nicht jeder wird es zugeben, aber wir haben alle schlechte Träume. Und wovon träumt ihr? Ich träume, dass mir jemand beim Schlafen zusieht. Und auch tagsüber scheint sie das zu tun. Weder spricht sie, noch bewegt sie sich. Sie scheint mir nichts Böses zu wollen. Sie steht nur da und beobachtet mich. Wartet. Sie taxiert mich. Erscheint sie zu einer bestimmten Stunde? Wenn sie das tut, dann weiß ich es nicht. Denn in diesem ewigen Grau kann man den Tag ja nicht von der Nacht unterscheiden. So sieht es aus. Wie gewünscht, Einzelheiten über den Fluch. Und nicht einmal etwas dafür berechnen werde ich euch. Wie freundlich. Ihr wollt die Stadt verlassen? So schnell wie möglich. Seid ihr mit dem Schiff gekommen? Eins ankert in der Bucht. Vielleicht könnte der Kapitän mich und meine Waren in Sicherheit bringen. Die Mannschaft hat sich geweigert anzulegen. Und ich vermute, dass sie bei der nächsten Flut auslaufen werden. Wir sind selbst an Land gerudert. Darf ich fragen, wo ihr das Ruderboot gelassen habt? An einem Küstenweg. Bekannt für seine bösen Schemen und blutigen Leichen. Hoffentlich schwimmen eure Waren, wenn ihr die Reise machen wollt. Finde ich gut. Sie hat Biss. Ich wünsche einen guten Tag, Squire Paris, und danke für eure Zeit. Es war mir ein Vergnügen, Herrin Duarte. Seid bitte vorsichtig. So, ich habe hier noch was leuchten sehen. Ich will das haben, was leuchtet. So. Noch ein bisschen Geld ergaunert. Ich möchte hier einmal hinlaufen. Vielleicht leuchtet mir hier ja auch noch irgendwo etwas entgegen. Ich sehe eine Kiste. Eine Kiste. Gib mir die Kiste. Kiste? Hallo, Kiste. Öffnen. Nur Lumpen drin. Okay. Und ein bisschen Geld.
Und da hängt noch was. Komme ich da ran? Wo die hier überall ihren Loot verstecken. Frechheit. Okay, wir müssen immer noch Richtung Friedhof. Ich nehme mal an, das hier ist der Weg dahin. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Und da ist sowas. Das hatte ich im Gespräch mit dem guten Händler gesehen. Oder eins von diesen Dingern. Was hier so rumfliegt. Ein Irrlicht. So dicht bei der Stadt. Ah, ein Irrlicht habe ich gesehen. Ja, okay. Friedhofsschild. Friedhof geschlossen auf Anordnung des Gouverneurs. Okay. Das interessiert uns ja nicht. So. Da ist der Friedhof. Wo führst du mich hin? Und scheinbar müssen wir dem Irrlicht folgen. Kann ich die Gräber angucken? Nein, kann ich nicht. Na gut. Ah, was? Wie? Wo? Wann? Warum tut es das? Ihr schon wieder? Und weg mit dir. So. Der eine ist weg. So. Diese blauen Viecher mag ich schon mal nicht. Hier ist niemand sicher. So, erstmal looten. Hier, ein Pflänzchen, das wir aufnehmen können, unbedingt. Was ist hier? Oh, hier können wir was angucken. Die meisten hier sind im Kampf gefallen. Jemand wollte sie nicht hier haben. Okay. Ich nehme an, wir müssen mal weiter hier entlang. So, links oder rechts? Ah, ich habe da was leuchten sehen. Ein Pilz. Nimm ihn auf, bitte. Dankeschön, Zunderpilz. Warum leuchtet meine Hand? Ich habe mal Pyrit abgebaut. Mit bloßen Händen. Weil ich bin stark. Komme ich hier entlang? Nein, okay. Ich muss unten rum, wie es aussieht. Und ich finde jede Menge Loot. Ah, Geistersicht. Als Verbannter kannst du Orte oder Objekte spüren, die von Geistern markiert wurden. Wenn du dich in der Nähe dieser Orte oder Objekte befindest, leuchten deine Bannringe mit einer orangefarbenen Aura. Sieh dich dort um die Quelle zu finden. Ah. Okay. Ich habe hier mehr Gräber gesehen als Siedler. Das Problem ist, es leuchtet hier gerade überall. Also meine Ringe, die hören ja gar nicht mehr auf. Aber es wird irgendwie auch nicht mehr. Aber mal schauen, was ist hier? Viele Tote in den letzten Jahren. Ja. Sieht so aus. Noch mehr Pilze. Wundervoll. Okay. Hier käme ich nach unten. Finde das Spektralmal in der Nähe. Okay, meine Ringe haben hier aber auch schon wieder aufgehört zu leuchten, sehe ich gerade. Und da ist Childs Grab. Warum hast du nicht auf uns gewartet, alter Freund? Ich mache es wieder gut. Versprochen. Okay, da ist sein Grab. Dann gucken wir jetzt mal weiter, wo unsere Ringe wieder anfangen zu leuchten. Hier, oh. Warte, war das hier gerade ganz doll? Nee. Aber wie findet man denn da das Ding, also den Grund, warum es leuchtet? Oh, hier ist auf jeden Fall was. Hier ist wieder das Gedingsel. Ich möchte erstmal hier hinten hingucken.
Ich fürchte aber, wenn ich das mache, verrenne ich mich wieder in irgendwelche Dinge. Okay, warte. Bevor wir das tun, machen wir doch lieber hier wieder die Quest. Eine Erinnerung klingt hier nach. Vielleicht kann ich sie sichtbar machen. Ah, gucke mal. Das ist das Ding, was wir suchen. Och nö. Okay, Rituale. Hier verweilen Erinnerungen an die Toten. Um sie zu enthüllen, musst du die nötigen Ressourcen sammeln. Okay, uns fehlen Küstenkerzen. Mist. Wenn ich Küstenkerzen unter meine gefundenen Steine mische, könnte es klappen. Ja, jetzt brauche ich aber Küstenkerzen. Wo finde ich Küstenkerzen? Achso, finde Küstenkerzen. Ist sogar meine Aufgabe. Ich bin falsch gelaufen. So ein Mist. Okay. Küstenkerzen, Küstenkerzen. Wo seid ihr, liebe Küstenkerzen? Hallo? Ah! Ich muss jetzt bestimmt hier runter. Zum Beispiel. Ich bin im Suchgebiet. Hier hat schon mal was geleuchtet. Eine Küstenkerze, wie es aussieht. Perfekt, da ist noch eine und noch eine sogar. Ich nehme sie mal alle mit. Das kann ja nicht schaden. Okay. Und ich werde angegriffen. Nö, nö, nö. Sehe ich nicht, sehe ich nicht, sehe ich nicht. Was ist das denn? Du gehörst nicht in dieser Welt. Nee, aber echt nicht. Gemeiner Wicht. Okay, hier sind noch mehr Blümchen. Und, oh, Blut. Leder. Okay, und hier geht's auch nicht hoch. Na gut, dann gehen wir schnell wieder zurück und führen das Ritual durch. Würde ich sagen. So. Jetzt haben wir alles beisammen. Verbanner können Rituale durchführen. Die Beschaffenheit des Ortes bestimmt, welches Ritual durchgeführt werden sollte. Die Durchführung eines Rituals verbraucht Ressourcen. Selbst wenn du ein falsches Ritual wählst. Was heißt hier falsches Ritual wählen? Nie. Um die Erinnerungen sichtbar zu machen, musst du ein Ritual des Horchens durchführen. Oh, okay. Des Horchens. Welches ist denn das Horchen? Hier steht nicht von wegen Ritual des Horchens. Ein Echo enthüllen? Dieses Ritual hilft sich auf eine verblassende, aber hartnäckige Erinnerung einzustimmen, die von einem verweilenden Geist hinterlassen wurde, und zwar durch Worte des Zwangs oder eine Schnitzerei beziehungsweise eine Zeichnung des Sternbilds Löwe. Erzwungene Manifestierung, einen Geist oder eine Schemen zum Erscheinen zwingen. Generell muss die Kette genutzt werden oder Kenntnis darüber bestehen, die einen Geist an das Lebendreich bindet. Ein solches Ritual kann durch zwingende Worte, eine Schnitzerei oder eine Zeichnung des Sternbilds Stier kanalisiert werden oder Geißel beschwören, eine Geißel zum Erscheinen zwingen. Unterstützt durch zwingende Worte, eine Schnitzerei oder eine Zeichnung des Sternbilds Adler, zwingt dieses Ritual alle Arten von Geißeln zur Offenbarung. Welches davon ist denn jetzt das Ritual des Horchens? Mal so ganz blöd gefragt. Welches ist das Ritual des Horchens? Ist es ein Echo? Ist es vielleicht... Ja, Echo würde ich eigentlich sagen. Horchen, Echo. Ich mach das mal. Ich hoffe, es ist richtig. Es passiert auf jeden Fall irgendwas. Hinter jeder Spur steckt eine Geschichte. Okay. Im Namen des Herrn befehle ich euch, verschwindet von diesem Ort! Ihr habt mir nichts zu befehlen, Geistlicher. Wer seid ihr, Geist? Zeigt euch! Gut.
Wenn ihr so höflich fragt. Wer seid ihr? Ich bin alles, vor dem ihr euch je gefürchtet habt. Hinfort mit euch! Ihr habt keine Hülle, keine Ketten, keinen Daseinszweck. Nein, aber ihr auch nicht. No! 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 Dieses Ding, dem er gegenübertrat. Was war das? Das ist eine gute Frage. Und hier ist der Ort, an dem Charles gestorben ist. Und da liegt auch noch ein Buch. Die Bibel. Charles' Bibel, die halb vergraben im Schlamm des Friedhofs gefunden wurde. Sie wird bei Hiob 7, 13 bis 15 aufgeschlagen. Wenn ich sage, mein Bett wird mich trösten, meine Couch wird meine Beschwerden lindern, dann erschreckst du mich mit Träumen und ängstigst mich durch Visionen, sodass meine Seele lieber den Würgegriff und den Tod wählt als mein Leben. Diese Kette wird mit der Essenz von Charles Geist übergossen. Nach einem von Antea durchgeführten Abschluss wird das Band zwischen dem Geist und der Welt endgültig durchtrennt. Die Kette, die seinen Geist bindet. Damit kann ich ihn erscheinen lassen. Gut, zurück zu seinem Grab. Ah, das heißt, die Geister haben quasi immer etwas, was sie halt bindet, und das nennt sich dann Kette. Okay, okay, okay. Soweit, so logisch. Dann gehen wir einmal hier hin und führen das Ritual durch. Ich kann ihn beschwören, also eigentlich einen Geist oder einen Schemen zum Erscheinen zwingen. Würde ich sagen. Für alte Freunde wie uns wäre nun eine gute Zeit für ein Gespräch. Red und ich, wir sind schon zu weit gekommen, um dich nicht noch ein letztes Mal zu sehen. Deine Schülerin ist zur Meisterin geworden. Wenn wir kämpfen, werde ich dich besiegen. Kämpfen? Aber wir sind doch nett. Komm schon, Charles. Komm zu mir. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Du kennst mich, Geist. Ich möchte nur reden. Esther macht sich Sorgen. Antea. Hier seid ihr endlich. O arme Esther. Es tut mir so leid, gute Freundin. So leid für uns alle. Was ist passiert? Was geht hier vor? Unglücklicherweise, gute Freundin, habe ich einen Fehler gemacht, der mich das Leben kostete. Ist Red bei euch? Ihr dürft keine Zeit verlieren. Okay, warum hat er nicht auf unsere Hilfe gewartet? Warum habt ihr nicht auf unsere Hilfe gewartet? Die Bedrohung nahm zu. Die Verzweiflung wuchs. Es gab so viele Tote, Antea. So viel krankes Fleisch. So viele gequälte Seelen. Es blieb keine Zeit mehr. Okay. Das Kennt ist nicht ihr den gut. Ursprung des Fluchs? Ich weiß nicht, was ihn ausgelöst hat. Und auch nicht, wann dies geschah. Sicherlich vor vielen Monaten. Aber eines weiß ich. Dieser Albtraum hat New Eden aus einem bestimmten Grund gewählt. Also,
Ein Geist. Aber dieser ist anders. Unerbittlich. Sehr schlau. Um ein Vielfaches grausamer als Schemen. Und genauso erbarmungslos. Okay, und zu guter Letzt, was hat er denn über den Fluch erfahren? Bevor ihr gestorben seid, habt ihr den Fluch untersucht. Was habt ihr erfahren? Dass unser Feind trügerisch und gnadenlos ist. Dass wir seine Macht nicht unterschätzen sollten. Wir? Ich bin tot, liebste Antea. Aber ich bin immer noch ein Verbanner. Ich kann euch immer noch lehren. Falls ich es euch erlaube, was ich nicht tue. Antea, wiederholt nicht meine Fehler. Wenn New Eden von einem Albtraum heimgesucht wird, braucht ihr jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Seine Präsenz war am stärksten im Haupthaus. Vielleicht zwang ihn dort das Licht Gottes, sich zu wehren. Ich ließ das Gebäude schließen. Der schlimmste Teil des Bösen ist eingedämmt, aber es wird nicht lange dort eingeschlossen bleiben. Okay, oh Gott, und wir haben neue Dinge, die wir fragen können. Wir werden diesen Geist verbannen. Sind Albträume nicht ein Mythos? Ich hielt Albträume für einen Mythos. Ein Albtraum ist der seltenste aller Geister. Ein mächtiger, heimtückischer Geist, geboren aus einer schrecklichen Tragödie. Wie kann ich ihn vertreiben? Die Texte liefern kaum einen Rat. Das Wenige, was dort steht, besagt, dass er überhaupt nicht verbannt werden kann. Wenn es ein Geist ist, kann er verbannt werden. Ihr habt euch Notizen gemacht, nehme ich an. Wo kann ich sie finden? Sie sind verschwunden. In den Tagen vor meinem Tod. Vielleicht habe ich sie verlegt, was aber untypisch für mich wäre. Wenn ihr sie findet, lest sie sorgfältig. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Etwas Wichtiges. Seine Notizen sind verschwunden an den Tagen vor seinem Tod. Das heißt, wenn er sagt, er hat sie nicht verlegt, muss sie ja irgendjemand genommen haben. Ob das der Geist war oder vielleicht jemand anders, man weiß es nicht. Wir werden ihn verbannen, Red und ich. Der Tod unseres guten Freundes wird nicht ungesühnt bleiben. Seid gewarnt. Dieser Albtraum ist zu wütend, um erweicht zu werden. Und zu mächtig, um zerstört zu werden. Euer Tod schmerzt uns sehr. Eure Rückkehr schmerzt mich auch. Das weiß ich. Ich für meinen Teil bin froh, euch ein letztes Mal gesehen zu haben und dass ich Gelegenheit hatte, euch zu warnen. Wie hat dieser Albtraum euch getötet? Ich dachte, ich könnte ihn auf dem Friedhof dazu bringen, sich zu manifestieren. Anfangs funktionierte es ja. Jetzt denke ich jedoch, dass er aus freien Stücken kam. Er schien amüsiert. Als wolle er spielerisch meine Entschlossenheit prüfen. Okay, wie sah er aus? Wie äußert sich seine Bösartigkeit? Ja, Inemine Mu und raus bist du. Ich glaube, ich frag mal, wie sich die Bösartigkeit äußert. Wie manifestiert sich seine Niedertracht? Sie vergiftet die Seele und macht den Körper krank. Sie lockt Schemen an und wühlt die Elemente auf. Sie verseucht den Schlaf mit Albträumen. Eine Zeit lang zerfetzten die Schreie angsterfüllt Erwachter die Nacht. Als er mir erschien, sah ich nicht sein wahres Gesicht. Aber ich hörte eine Frau. Sie lachte. Ich spürte ihren Blick. Mein Herz erstarrte. Ich starb. Dieser Geist ist pure Rache. Der Geist von jemandem, dem furchtbares Unrecht widerfuhr. Ich habe eure Warnung vernommen. Ihr könnt gehen. Nein, ich muss bleiben. Esther braucht meinen Schutz. Und auch meine Schäflein brauchen mich. Ihr wisst, wie es läuft. Und dass ich das nicht zulasse. Ich bin immer noch ich selbst, Antea. Ich werde stärker werden. Ich kann euch helfen. Euer Hunger wächst, je länger ihr Esther heimsucht. Das wisst ihr. In diesem Fall nicht. Ich bin Reverend Charles Davenport, euer Freund und Mentor. Ihr kennt mich.
Ihr wisst, ich bin ein guter Mensch. Ich kannte euch. Ihr wart ein guter Mensch. Jetzt seid ihr ein Geist, und das werde ich nicht dulden. Und ich schwöre, der Albtraum wird ein Ende haben. Und Red und ich werden es herbeiführen. Charles Davenport war ein guter Mann und ein ausgezeichneter Mentor. Und ihr eine gute Schülerin, obwohl ihr sehr streng mit euch selbst wart. Das konnte ich euch nie austreiben. Hat das Leben euch seitdem besänftigt? Das Leben hat mich gestählt. Der Tod und wie er euch ereilte, machten euch zu etwas, wogegen ihr euch einst aufgelehnt habt. Lebt wohl, Charles. Friede eurer Seele. Gedenken sei euch. Her, warte! Warten? Worauf? Wir sind Verbanner. Tod den Toten. Lass Esther selbst entscheiden. Oh Herr, bitte verlang das nicht von mir. Esther, meine gute, allerliebste Frau. Ich vermisse dich so sehr. Oh lieber Gott, Charles, warum bist du hier? Warum bist du zurückgekommen? Du musst gehen. Bitte. Ich muss bleiben und dich beschützen. Das Wesen im Haupthaus labt sich an unserer Qual. Ich hätte es besser wissen müssen. Aber nun weiß ich es. Antea, gib Charlie den Aufstieg, den er verdient. Charles Davenport, ihr habt keinen Grund zu bleiben. Geht, lasst Esther in Frieden trauern. Rettet sie, meine Freunde. Und rettet euch selbst. Rettet sie alle. Ich bringe Esther nach Hause. Ich werde es tun. Die Frauen können plaudern. Dann gehe ich ins Schulhaus und mach das Bett. Charles hat nun seinen Frieden. Antea gab ihm die Zuwendung, die er brauchte. Den ersten Geist gebannt. Was glaubt ihr, wo er jetzt ist? Er ist... Ich weiß es nicht. Ich vermisse die Wärme seiner Hände. Sein ruhiges Wesen im Haus. Wenn ich meine Augen schließe, steht er vor mir. Er ist an einem Ort, wo die Sonnenstrahlen den Schnee vertreiben. Dort ist es warm und es gibt frische Milch. Die Lacken sind gewaschen, gebügelt und gefaltet. Nichts kann je Unruhe stiften. Du hast recht. Er hat seinen Frieden und du hast es verdient, dich auszuruhen. Ich fürchte, nicht jeder Geist wird so bereitwillig gehen. Und kurz habe ich befürchtet, es kommt tatsächlich zu einem Kampf, weil er sich weigert, seine Frau alleine zu lassen. Aber ich bin irgendwie ein bisschen erleichtert, dass es nicht so war. Sondern dass sie ihn quasi dazu bewegen konnte, ja, den Tod quasi zu akzeptieren. Aber ich habe hier auch irgendwie gerade eine böse Vorahnung, dass irgendwas passieren wird. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall dunkel, still. Na gut, dunkel war es die ganze Zeit, aber es ist sehr still. Aber wir sind scheinbar angekommen. Es tut mir leid.
Ich werde ihn vermissen. So sehr. Morgen werden wir den Fluch weiter untersuchen. Gute Nacht, Esther. Ihr beide. Wir brauchen euch. Okay, wir haben sie also wirklich nur nach Hause gebracht. Ihr solltet etwas schlafen. Ihr werdet es brauchen. Okay, richtig mit ihr sprechen können wir auch nicht. Hier durch komme ich. Ah, hier sind wir jetzt. Okay, gut. Dann, dann gehen wir einmal. Das Haus haben wir jetzt ja schon mehr als gründlich durchsucht. Und dann würde ich sagen, gehen wir in Richtung Schulhaus. Da, wo wir hin müssen, zum Schlafen. So. Hallo. Ah, sie vernagelt ihre Türen. Guten Tag, Madame. Ich bin Antea Duarte. Darf ich wissen, wer ihr seid? Duarte. Duarte, ihr seid mit dem Verbanner gekommen, nicht wahr? Ich bin die Verbannerin. Aha, ihr seid also das Gesicht der Hoffnung, was? Ihr werdet also von meinem Zehnten bezahlt. Lasst euch mal anschauen. Aha, nun, ich hoffe, ich liege falsch. Bathsheba Ingersoll. Ja, so heiße ich, soweit ich weiß. Oh Gott, mit der können wir aber viel reden. Okay, sie hat einen Laden. Gemeindezentrum, schlechte Träume über den Fluch. Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? Hat Haskell es nicht erklärt? Wir erstarren und gleichzeitig verrotten wir. Pastor Davenport sagte, er habe den besten Verbanner herbeigerufen, den es gibt. Könnt ihr den Fluch aufheben? Ich weiß, dass die meisten Flüche in Wirklichkeit Heimsuchungen sind. Und Geister sind zwar heimtückisch, aber nicht unbesiegbar. Nun ja, ich würde gern sagen, dass das ein Trost ist. Aber da würde ich wohl lügen. Viel Hoffnung haben die Leute hier, glaube ich, nicht. Aber wenn man mal ehrlich ist, wer kann es ihnen verdenken, wenn da so viele schlimme Dinge passieren, so viele Leute sterben und sie ja alle irgendwie scheinbar auch von schlechten Träumen heimgesucht werden? Das mag seltsam klingen. Aber darf ich fragen, ob der Fluch euch schlechte Träume beschert hat? Sobald ich die Augen schließe. Ich bin im Laden. Münzen fallen von der Decke, zuerst nur wenige. Wenn sie auf den Boden fallen, zerbrechen sie. Wie verfaulte Zähne oder Fingerknochen. Erst wenige, die zu einer Flut werden, die den Laden überschwemmt. Ich will fliehen, aber der Pegel steigt zu schnell. Ich ertrinke in den Knochensplittern. So, seid ihr froh, dass ihr gefragt habt? Total. Könnt ihr mir vielleicht etwas über das Haupthaus sagen? Der Pastor hat es geschlossen. Er sagte, es sei gefährlich. Stellt euch das vor. Beten soll jetzt gefährlich sein. Wisst ihr noch wann und warum? Wann ist schwer zu sagen. Ich gebe zu, mein Zeitgefühl ist verschwunden, weil die Tage jetzt so langweilig sind. Erzählt mir von eurem Laden. Warum? Wollt ihr Geschirr kaufen? Oder Porzellan? Ein Leinenkleid? Das ist so ziemlich alles, was übrig ist. Schlimm, aber die Nachfrage nach den schönen Dingen des Lebens ist erloschen und Grundnahrungsmittel führen wir keine. Ich hätte abhauen sollen, als es noch ging. Ich bin wohl trotz allem eine Optimistin. Und das macht mich auch zu einer Närrin. Ja, die klingt sehr wie eine Optimistin. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Madame. Dann seid ihr also auch optimistisch. Ganz schön dumm von uns. Ja, mag sein. So. Weiter zum Schulhaus. Ich nehme mal an, das ist das Gebäude hier oben. Zumindest sagt uns das die Questmarkierung. Ich rede jetzt mal nicht mit den ganzen Leuten hier. Sondern wir gehen jetzt hier rein. So. Erstmal looten. Und was ist hier? Techniken der Verbanner. Ein sehr langes Buch. Okay. Wir sind als Verbanner keine spirituellen Anführer oder Inquisitoren, sondern vielmehr angeheuerte Geisterjäger, spezialisierte und sensible Handwerker. Wir trainieren hart dafür, dass wir die Lebenden mithilfe unserer Rituale und unserem Wissen über Geister und Schemen schützen können. Wir sind keine Sekte. Bei uns gibt es weder eine Hierarchie noch ein festes Dogma.
Der offensichtlichste Grund, warum jemand den Weg einschlägt, ein Verbanner zu werden, ist, dass er oder sie die Lebenden vor den Toten schützen will, aus welchem Grund auch immer. Wir sind effizient, anpassungsfähig und vielseitig. Unsere Gemeinschaft ist spärlich und nomadisch, genau wie unsere Vorfahren es waren. Auf der Suche nach lebenden Opfern der Toten ziehen wir durchs Land und stellen Spukermittlungen mit Techniken, die von Generationen von Meistern und Schülern erprobt und verfeinert wurden. Wir erlösen den Geist oder verbannen ihn, dabei geben wir nur selten den Lebenden die Schuld. Im Gegensatz zu kümmerlichen Zauberern verschwenden wir unsere Zeit nicht mit der Herstellung verzauberter Gewehre, deren Kolben, Lauf und Schaft mit Runen und anderen Machtsymbolen graviert sind, um Gespenster zu jagen oder auf andere Weise zu vertreiben. Warum sollte man sich nur auf eine einzige Waffe verlassen? Lieber setzen wir unser Bannpulver ein, das nach überlieferten Rezepten zubereitet wird. Unabhängig von der Munition kann so jeder Feuerwaffe ein übernatürliches Ziel treffen und beschädigen. Effizient, anpassungsfähig, vielseitig. Bei der Auswahl von Mineralien und Pflanzen helfen uns unsere Kenntnisse in Alchemie und Botanik, sodass wir deren Eigenschaften bei unserer Arbeit nutzen können. Wir verschwenden weder unsere Zeit in Bibliotheken oder Schulzimmern noch mit dem Zeichnen, Schnitzen oder Gravieren komplexer Kreise der Macht. Der Zeitgewinn ist nur halb so hoch wie das, was wir an Macht oder Einfluss gewinnen, was dann uns und die Menschen um uns herum in unnötige Gefahr bringt. Stattdessen trägt ein kluger Verbanner Stempel aus Holz oder Metall bei sich, mit denen er eine Tür, eine Wand oder einen Stein mit dem für das entsprechende Ritual erforderlichen Symbol kennzeichnen kann. Außerdem tragen wir Ringe mit diesen Symbolen an unseren Fingern, damit wir auf diese Weise stets eine Reihe mächtiger Runen zur Hand haben. Effizient, anpassungsfähig, vielseitig. So siegen und kämpfen wir. So schicken wir die schleichenden Toten dorthin zurück, wo sie hingehören. Aus Tod den Toten von Balthasar H. Frenhofer. Ja, schön. Haben wir noch ein neues Büchlein entdeckt. Da sitzt unser Männe. Ein Schachspiel haben wir auch, falls uns langweilig wird. Wunderbar. Dann würde ich sagen, setzen wir uns. Wir haben das Richtige getan. Charles war unser Freund. Ich liebe dich, Red McGrath. Aber? Aber wenn es um Geister geht, lässt dich dein Herz überstürzt handeln. Das ist gefährlich. Wolltest du wirklich gerade Charles verbannen? Was sagen wir da? Das war nicht Charles? Weiß ich nicht. Ich meine, es war immerhin sein Geist. Ich sag mal lieber das Untere. Er hätte dasselbe getan. Charles hätte dasselbe für deinen Geist getan. Oder meinen. Hoffentlich hätte er zumindest kurz innegehalten. Charles war ein guter Mann. Voller Liebe. Seinen Geist zu verbannen wäre sicher nicht leicht geworden. Aber es wäre das Richtige gewesen. Geister bringen nichts als Light Red. Vergiss das niemals. Sie rauben den Lebenden ihre Essenz. Ja, aber sie tun es nicht immer aus Bösartigkeit. Das musst selbst du zugeben. Die Verbanner sorgen für einen Abschluss. Die Toten haben nichts mit den Lebenden zu tun. Wir sind Verbanner. Wir erlösen die Lebenden von den Geistern, die sie plagen, indem wir diese verbannen. Auch ein Geist kann Qualen leiden. Der Aufstieg ist ein milderes Ende, eine Erlösung. Aber es ist das gefährlichere Vorgehen. Eine Verbannung ist sicherer. Würdest du mich auch verbannen, wenn ich zurückkehren würde? Du entkommst mir nicht so einfach. Dich würde ich von den Toten zurückholen. Das ist nicht witzig. Ich würde dich mit frischer Essenz vollstopfen. Ich würde dir so viel geben, dass du vom Leben aufgebläht zurückkehren würdest. Lebenden die Essenz rauben, um einen Geist damit zu füttern, würdest du nie. Und dann würde ich dich wieder töten. nein, ich würde alles für dich tun.
Du bist ein flegelhafter Strubbelkopf, Red McWraith. Und ich werde dich niemals gehen lassen. Nur über meine Leiche, mein Lieber. Und ich dachte, ich wäre der Weichherzige. Bist du auch. Denkst du, Charles hatte recht? Dass das Ding im Haupthaus ein, wie hat er es noch gleich genannt, Albtraum war? Das hoffe ich wirklich nicht. Selbst unter Verbannern gelten solche Wesen als Legenden. Wir sehen morgen weiter. Jetzt wird geschlafen. Es war ein furchtbarer Tag. Armer Charles. Arme Esther. Arme Esther. Oh, jetzt hatten wir auch einen Albtraum. Schön. Oh, oder auch nicht. Anthea. Sie hat ihren Feuerbann mitgenommen? Aber ich bin der, der überstürzt handelt. Oh je, oh je. Okay, Landung, Aufgabe abgeschlossen. Tod den Toten, finde Anthea, ist unsere neue Aufgabe. Und die gehen wir dann in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.